Hallo Erinnerung. Essen spielt in deinen Träumen eine wichtige Rolle, Alice. Kuchen insbesondere. Hast vermutlich keinen Nachtisch verschmäht. Tee auch nicht, wenn es Kuchen dazu gab. Ja. Om-nom-nom-nom-nom. Das Om-nom-nom-nom. Das Buch der Rezepte. Es gibt das Necronomicon, das Normanomicon und das Om-nom-nom-nom. Ja, in Bezug darauf, wer dafür verantwortlich ist, dass... Och, ich komme da nicht drauf. In Bezug darauf, wer verantwortlich sein könnte, könnte ich mir... Wieso? Mensch, könnte ich mir diesen Dr. Bumpy vorstellen, oder wie er genannt wird. So, geht doch. Einmal drauf. Ist das... Wow, die Plattform ist echt klein. So. Warum ich sage, dass es der Bambi sein könnte? Naja. Über die Jahre kann man ja etwas an Gewicht zunehmen und auch sich körperlich ein bisschen verändern. Aber wenn man zum Beispiel, ich sag's mal so, angeborene Schwächen hat, wie zum Beispiel, dass man eine Brille braucht, um besser sehen zu können, und diese Brille natürlich sein Leben lang trägt, dann könnte das auch ein Hinweis sein. Na. So. Wo denn? Hier. Ein Labyrinth. Haha, wie konnte ich das vergessen? Oh. Oh. Und ihr habt's auch grollen gehört? Gott. La da 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 da. Ich... Oh. Wir sollten den Schrumpfsinn öfter benutzen. Dann sieht man wie hier, dass hier Feinde auf uns lauern. Und weil Alice so oder so schon oft genug kämpfen muss... Nee. Das will ich der Alice auch mal ersparen. Und irgendwo auch mir. So, rechts sind Feinde. Ihr habt mich nicht gesehen. Ihr habt doch nicht verstanden, was die Königin gesagt hat. Feinde. Na, auch wieder Feinde. Ist doch blöd. Sneaky, sneaky. Hier kommen Feinde? Nö, hier nicht. Okay, jetzt wieder sneaky, sneaky. Uah, Mann, ich hasse den Controller manchmal. So, dann gehen wir auf die andere Seite. Also ein wirklich großartiges Labyrinth scheint das ja wohl nicht zu sein. Dip, di, dip, di, dip, di, dip, di, dip, 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 dip. Laufen, laufen, laufen. So, und hier haben wir... Aha. Aha. Danke, Kamera. So, hier geht's runter, hier geht's rein. Das findet Alice ganz schön fein. Ach, jetzt beweg dich doch mal weiter. Und wir hören von oben schwere Schritte. Tja. Eine dunkle Vergangenheit hat irgendjemand, der die Familie Liddell töten wollte. Und Alice hat es überlebt. Mich würde wirklich mal das Motiv von dem Mörder interessieren, warum er die gesamte Familie ausgelöscht hat. Hallo, Kartenwache! Lalala und Rums! Gute Nacht. Oh, noch eine. Alles klar. Und drauf. Es ist ganz gut, dass man in dem Spiel aufpassen muss. Es ist ganz gut, dass man in dem Spiel auch verschiedene Angriffe benutzen muss, um zum Ziel zu kommen. Sneaky, sneaky, keiner sieht mich. Sneaky, sneaky, du hast mich nicht gesehen. Du hast mich... Nein! Er hat mich gesehen. Blödes Ass! Ah, jetzt hat das auch nicht mal gereicht. So, erster weg. So. Und hier gibt's... Was? Oh. Okay. Hier wird scharf geschossen. Seid ihr zu dumm, oder? Okay. Ihr seid einfach gerade zu dumm. Okay, warum auch immer der nicht vernichtet wurde. Durch den glorreichen An... Was? Aha. Man lernt immer dazu. Autsch.
Okay. Alice wechselt eben mal das Kleid. Los, Schlag auf den Boden. Danke. Boah, das ist so unglaublich, wie viel Schaden Alice dann mehr macht. So, weg mit dir. Und dann war hier noch einer. Und das war's mit dir. Hui. Es ist unglaublich, wie viel Schaden Alice in ihrer Hysterie machen kann. Aber naja, eine Frau als Furie? Na. Es ist jetzt nicht frauenfeindlich gemeint, aber ich habe auch schon einige Erfahrungen dazu gemacht. Furien sind schlimm. Oh ja, und der ist zwar keine Furie, aber auch schlimm. Schaut euch den Idioten an, ey. Oh mein Gott. Tschüssikowski, ich bin da mal weg und ich muss hier gleich bestimmt springen, weil das hier irgendwo aufgerissener Boden ist oder so. Oh, ja, danke Kamera. Ein Kuchen, ein Kuchen. Iss mich. Yes, 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 yes. Los, Alice, nicht warten. Du magst doch Kuchen. Auch wenn kein Tee dabei ist, du magst doch Kuchen. Genau. Nimm einen großen Happen. Jawohl. Oh, der Blick war sehr... Jawohl. Oh, der Blick von Alice hat Bände gesprochen. Der Blick vom Scharfrichter und wie er einfach resignierend die Waffe hat fallen lassen. Wunderbar. Geil. Ja, da, 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 ja, da, da. Yes, cool. Wir können jetzt überall rumstapfen. Aber wir können nicht den Schrumpfsinn benutzen. So, also wir können auftreten. Wir können uns Sachen schnappen. Wir können nochmal Sachen schnappen. Und wir können aufstampfen. Wir können nicht springen. Alles klar. Okay. La, da, da, da. Zack, weg damit. Als Riesin kann Alice mit Stampfen und Schmettern angreifen. Ja, das habe ich gerade schon rausgefunden. Greife die Türme der Königin an, um ihr Herz freizulegen. Hm, das sieht ja lustig aus. Reiße Schlosstore, die im Weg sind, ein. Hm, warum auch nicht? Da, da, da. Wer braucht denn Schachfiguren? La, la, la. Na, na, na. Alles wird kaputt gemacht und treten wir uns ein. Wir verschaffen uns einfach Eintritt. Eintritt! Na gut, dann halt so. Das geht nicht. Also, ich muss das doch eintreten, oder darf ich das nur hier an der Stelle machen? Eintritt! Danke. So, was haben wir hier sonst noch? Nein, nichts. Nada, niente. Oh, aber wie groß das Schloss eigentlich auch ist. Hm. La, da, da, da. Oh, ganz viele kleine Spielkollegen. Yeah! Hier, Stepptanzen! Yeah. Sehr schön. Hört auf, mich anzugreifen. Ihr habt keine Chance, ihr ekligen kleinen Kartenwachen. Na, da, da. Irgendwie, ich habe vor einigen Tagen, bevor ich zu Silvester weggefahren bin, God of War 2 durchgespielt und die Musik erinnert mich gerade etwas sehr daran. Sehr gutes Spiel. Sehr actionlastig, natürlich. So, ja, jetzt spielen wir Schach. Yes! Ah! Wir schlagen die... Oh nein, wir treten die Figuren. Ich muss sie ja schlagen. So. Alice schlägt alles. So. Schach, matt. Alles platt. Eintritt, bitte. Danke. So. Und wo sind denn jetzt die komischen Türme? Ich will das Herz der Königin freilegen. Oh, Spiel, Spiel. Oh, da ist ein Tor. Hallo. Synchron sterben. Alle mal bitte gemeinsam. So, oh mein Gott, wie viele gibt's von euch? So, ja. Schnell ausweichen kann ich ja nicht. Das ist jetzt eigentlich mein Problem. Deshalb muss ich erstmal schauen, in welchen Abständen dieser komische Turm feuert. Gut zu wissen, er blitzt vorher auf. Das sollte man bedenken. Blitzt du wieder auf? Blitze auf.
Danke. So. Und kaputt machen. Alles zerstören. Alles vernichten. So, das fängt gleich wieder an zu blitzen. Na, na? Komm schon, du Turm. Schieß auf mich. Was zum... Oder bin ich jetzt zu weit weg? Anscheinend bin ich zu weit weg. Wir schlagen Schachfiguren. Weil nichts kann unserem Willen standhalten. Tentakel ausreißen. Yes! Aha. Hallöchen. Ah, sie kann auch Kombos machen. Ja, geil. Ja, das ist ja gut. Herz zerstampfen. Ja, tut mir leid, liebe Herzkönigin. Dein Herz muss weg. Weg damit. Sehr schön. Ah, und das war nur ein Herz der Herzkönigin. Bei den anderen konnte ich das doch auch zerstampfen. Stampf, stampf, stampf. Die Alice stampft durch ihre eigene Vergangenheit, durch ihr eigenes Wunderland. Und vernichtet alles, was ihr in den Weg kommt. Ja. Jetzt kann Alice endlich mal für Recht und Ordnung schaffen. So. Erstmal alles zerstören. Denn das Ende des einen ist der Anfang von etwas Neuem. Also machen wir einfach alles weg. So. Und mit den ganzen Zähnen können wir nachher ein Zahnschloss bauen. Ja, oder Alice wird Zahnarzt. Wer weiß, vielleicht ist das eine Anspielung darauf. Ich weiß es nicht. Da, da, da. God of War, God of Alice, God of Wonderland. Jawohl. Ganz viele kleine Viecher. Oh, wow, der kann durch seinen eigenen Tentakel durchschießen. Das ist nicht nett. Lass mich dir kurz helfen. Weg damit. Tentakel. Mädchen und Tentakel. Ich habe genug Animes gesehen, um zu wissen, wo das hinführt. Ja, und ich muss noch etwas näher ran. Tschüssikowski. So. Und es erstarrt. Und wir kommen. Lass uns in Frieden. Es ist Zeit, um uns weiterzugehen. Hör auf, mich zu nerven. Kleinen, nervigen Kartenwachen. Es ist schon richtig cool gemacht. Sehr schön. Gefällt mir voll und ganz. Me gusta. Me gusta, me gusta. Tut mir leid, liebe Schachfiguren. Aber ihr werdet alle vernichtet, damit ihr zusammen nachher in der Schmiede des Wunderlands für das neue Wunderland Materie seid. Dü, 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 weg mit dem Tentakel. Tja. So, jetzt ist auch der Weg freigelegt für diesen Turm und für dieses Herz. So. Wo wir vorhin ja schon mal über Getränke gesprochen haben während Let's Plays. Habt ihr gerade gemerkt, dass ich getrunken habe? Merkt man es zwangsläufig? Ah, weg mit euch. Ihr seid mir nur im Weg. Und zack. Und zack. Ein einziger noch. Der kriegt eine Sonderbehandlung. Ah. Tja, das Einzige, was dabei schade ist, ist, dass das vorherige Kleid von Alice anscheinend nicht groß genug war und sie jetzt zu ihrem Standarddress zurückgewechselt hat. Das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden, wegen den komischen Effekten. Gib auf und lass ab. Ich glaube nicht. Ich glaube, niemand würde aufgeben, wenn er seine ganzen Qual schon so weit gekommen ist. Raus damit! Ein Auge mit einem Herz da drin. Na? Was gibt es nun? Eine kleine Schale.
Mit Asche darin? Oder was ist das? Mit Wasser? Ha? Das habe ich jetzt nicht verstanden, was in der Schale drin war. Okay. Sah auf jeden Fall aus wie Wasser und jetzt sind wir aus irgendeinem Grund wieder klein. Okay. Aber immerhin, wir hatten unseren Spaß.